So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig, es geht mal wieder um Kinderüberraschung, um sogenannte Ü-Eier. Eine Viererbox. Zwei Figuren garantiert. Und wovon? Von den brandneuen und aktuellen Schlümpfe in der Stadt. Das Feuerwehrauto habe ich ja doppelt, das war in ein Maxi-Ei dran. Dann habe ich mir mal ein loses Ei gegönnt. Und was war da drinnen? Der Röntgenschlumpf. Sieht richtig witzig aus. Mit die Röntgenkarte. Und jetzt schauen wir natürlich mal, welche zwei Figuren ich garantiert in so ein Vierer-Pack habe. Fangen wir also direkt mal jetzt an. Und wie gesagt, ihr schreibt natürlich alles in die Kommentare, wie ihr die Schlümpfe findet. Ob ihr die auch sammelt. Ob ihr die vielleicht schon alle komplett habt. Ganz egal was. Hier sollt ihr und hier könnt ihr. Alles über die brandneue und aktuelle Ü-Ei-Schlümpfe-Serie schreiben, kommentieren. Aber ihr kennt ja meine Videos, erst immer probieren. Schokolade, top. Aber jetzt öffnen wir das erste Ei. Jawohl, ein Schlumpf. Aber was für einer? Ein Feuerwehrschlumpf. Das ist der Beipackzettel der Schlümpfe. Und ich habe jetzt einen Feuerwehrschlumpf. Kann man überall dranhängen. Ihr seht es schon an Behälter und so. Der ist ja richtig cool. Und warum? Weil ich ja schon Feuerwehrauto habe. Da ist der Anker. Der wird jetzt hier festgemacht an die Schnur. Oben auch. Dann könnt ihr ihn natürlich irgendwo immer dranhängen. Der wackelt dann ein bisschen rum. Aber er passt wunderbar zu das Feuerwehrauto. Das ist schon mal richtig cool. So, holen wir das zweite Ei raus. Und der nächste Schlumpf. Ein Doktorschlumpf. Ist auch richtig cool. Hier sind die Bilder. Was haben wir denn dabei? Beipackzettel etwas länger. Und das ist dieser Doktorschlumpf mit einer Tasche, wo die Karten drin sind. Richtig cool. Da könnt ihr richtig auf. Ah, perfekt. Und warum? Weil ich ja schon den Röntgenschlumpf habe. Passen natürlich beide wunderbar zusammen. Die Tasche falte ich nachher zusammen, dass das Video nicht. Das ist doch schon mal. Ich zoome mal näher ran an die Figuren und ich finde sie. Sie passen richtig gut zusammen. Perfekt. Aber nichtsdestotrotz, es ist ja ein Viererpaket. Vielleicht haben wir ja Glück, dass eine Fehlverpackung war. Das hatte ich ja schon mal vor Jahren gehabt. Deswegen gucken wir jetzt mal weiter. Nein, das ist Bastelspielzeug. Ein Schmetterling oder eine Raupe, so wie das aussieht, hat Flügel. Das ist diese Serie. Und so wie es aussieht, ist der grüne hier oben. Richtig. Ja, Deko. Finger reinstecken. Ah, ist nicht ganz meine Welt. Packen wir also weg. Kommen nun zum vierten und letzten Ei. Aus den Vierer-Pack. Was haben wir denn hier? Sehr viel Pappe. Pappe, 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 Pappe. Ach, ein Segelflugzeug sieht es aus. Jo. Ein Segelflugzeug. Gibt es vier Stück, so wie es aussieht? Hellgrün, dunkelgrün, rot und blau. Warum zweimal grün? Naja, muss man nicht verstehen. Dass die Bauanleitung ist auch nicht meine Welt, auch weg. Aber so, jetzt seid ihr natürlich gefragt. Wie findet ihr die neuen Schlümpfe? Schlümpfe in der City oder in der Stadt? Also ich finde sie richtig gut gemacht, auch witzig.
Hiermit das Pärchen, Arzt und Röntgenschlumpf, Feuerwehrauto, Feuerwehrmann. Das sind die Viererpakete und jetzt seid ihr natürlich gefragt. Was haltet ihr davon? Habt ihr sie selber schon? Habt ihr komplett schon die Serie? Ganz egal was. Hier sollt ihr und hier könnt ihr. Und ich werde jetzt losgehen, mir noch ein Viererpack gönnen und dann natürlich das Unboxing davon zu machen. Also, deswegen sage ich wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.